Alba lang gespielt, an die Grundlinie mit Tempo und schon hat auch Dokic so ein bisschen Schwierigkeiten. Wer deutlich vorne liegt, der kann auch viel versuchen und dann funktioniert auch alles. Hat er letzte Woche in New Haven nicht gespielt. Jelena Dokic hatte Probleme an den Leisten. Genau auf die Linie gespielt, dieser Return. Ahn sagt, Ball viel zu lang. Die Entscheidung steht 6:2 und 6:2 gewinnt Jelena Dokic in Runde 1 gegen Greta Ahn. Schade, da hätten wir uns natürlich ein bisschen mehr erwartet und erhofft. Aber wenn wir das Spiel gesehen haben, muss man ganz klar auch dort erkennen, Dokic einfach zu gut. Und sie hat es dann routiniert durchgezogen, diese Begegnung. Denn das ist ja bei den Favoriten in den ersten Runden nicht immer ganz einfach, dass sie topfit auf den Punkt 100% konzentriert sind. Aber viele sagen, das Spiel kann ich gar nicht verlieren. Und dann gibt es eben doch mal eine Überraschung. Das ist ein Kompliment an die Adresse von Jelena Dokic, die das hier 6-2, 6-2 gewonnen hat. Auf Court Nummer 11 im Schatten hier der großen Plätze. Und wir werden jetzt gleich zu einem dieser großen wieder zurückgehen, nämlich auf den Louis Armstrong Court. Dort spielt Jewgeni Kafelnikov gegen Davide Sanguinetti aus Italien. Und dort wollen wir selbstverständlich das Ende präsentieren. Möglicherweise, also wenn die Zahlen so bleiben sollten. Aber das wird Ihnen alles gleich mein Kollege Ralf Klinkenberg erläutern, erzählen, Ihnen den Sachverhalt darstellen. Noch ein paar Zahlen zu diesem Spiel hier. Aber was sollen die wiedergeben, wenn eine Dokic 6:2 und 6:2 gewinnt? Greta Ahn hatte nicht einmal die Chance zu einem Breakball. Hat sich auch nicht einen erarbeiten können. Ganz anders die Jugoslawin, die